geht's, Jungs. Die Uhr läuft. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die brauchen. Viel zu lange. Tempo, Tempo, das dauert zu lange. Das war aber ziemlich langsam, nicht? Seite. Mann, jetzt guck dir mal die Penner an. Technisches Hilfswerk. Von wegen. Mit Technik hat das aber nichts zu tun. Das wird nichts mehr mit denen. Mach ich gar nicht hingucken. Bis ihr euer Boot im Wasser habt, ist der doch längst abgesoffen. Eure Karre wird doch nur noch vom Rost zusammengehalten. Guck mal, jetzt ist er weg. Das Einzige, was ihr löschen könnt, ist euer Durst. Ha, das musst gerade du sagen. Jetzt wirst du ja bald ein reicher Mann, Paule. Du kannst ja endlich die Zeche von deinem Beerdigungsessen bezahlen. Wieso ich? Das war doch deine Erbtante. Olafs auch. Ist er schließlich mein Vetter? Deine Erbtante hatte doch das schöne Grundstück mit der Villa. Und? Was machst du damit? Naja, mein Vetter, der Torfkopf, der hat da leider auch noch ein Wort mitzureden. Vielleicht kriegt er es ja. So wie der sich an sie rangeschleimt hat. Tantchen, noch ein Kissen oder darf es noch etwas Tee sein? Ekelhaft. Wenn du mal so alt sein wirst wie die Tante, dann wirst du froh sein, wenn jemand hinter dir ist, der dir noch ein Kissen unter den Hintern schiebt. Aber so wie du deine Frau vergrault hast, das ist schwarz für dich. Du nur wieder, Bürgermeister. Vergiss morgen den Ausweis nicht. Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Tschüss. Wir sollten immer daran denken, Freunde, dass unsere Zeit auf Erden und in Schleswig-Holstein knapp bemessen ist. Stimmt's? Genau. Und deswegen trinken wir jetzt einen Schluck auf das alte Mädchen, das von uns gegangen ist. Prost. Prost. Das ist doch nicht zu fassen. Jetzt ist sie unter der Erde und der schleimt immer noch. Halt doch die Klappe. Bierchen, Herr Bürgermeister. Nee, danke dir. Ich muss weiter. Aber wir sehen uns ja morgen um 10. Mit Ausweis. Geht klar. Und fährt jetzt was? Das musst du doch wissen als Testamentsvollstrecker. Alles zu seiner Zeit. Ich glaube, du hast gute Karten. Worauf du einen lassen kannst. Kommen wir nun zu Punkt 3 des Testaments. Das Haus mit allem beweglichen und unbeweglichen Inventar sowie das Grundstück soll an die Gemeinde gehen, mit der Auflage, daraus ein Seniorenheim zu machen. Moment, kann wohl nicht angehen. Hast du es gehört, Olaf? Unser Erbe, ein Seniorenheim. Das fechten wir an. Genau, Paule. Die alte Schachtel hat mit ihren 90 Jahren gar nicht mehr gewusst, was sie macht. Jetzt setz dich wieder hin, ich bitte dich. Sollen wir uns das vielleicht gefallen lassen? Hinsetzen! Beide. Ich habe keinen Grund, die Gültigkeit des Testaments anzuzweifeln. Ja, aber nicht so. Kein Aber. Am letzten Willen ist nicht zu rütteln. Deshalb heißt er ja so. Und nicht vorletzter Wille oder nur mal ebenso dahingesagter Wille, sondern letzter Wille. Kommen wir zu Punkt 4. Um jedoch meine beiden Neffen nicht leer ausgehen zu lassen, mache ich mein Barvermögen in Höhe von 65.000 Mark und Wertpapierbesitz einer der beiden Organisationen, in denen meine Neffen tätig sind und die für sie wichtiger zu sein scheinen als ihre eigene Familie. Ruhe. Der Freiwilligen Feuerwehr oder dem Technischen Hilfswerk für ein neues Einsatzfahrzeug. Die Entscheidung darüber, wer diese Zuwendung letztendlich bekommt, hängt davon ab, wer dringender ein neues Fahrzeug benötigt. Die Entscheidung darüber liegt bei unserem Bürgermeister, also bei mir. Um einen weiteren sinnlosen Streit zwischen meinen beiden Neffen zu vermeiden. Ist das alles? Das war's. Na, hat dir dein ganzes Geschleime nichts gebracht. Fasst man sich doch an den Kopf! Fehlt nur noch, dass der Bürgermeister diesem Arschloch einen neuen Einsatzwagen spendiert. Hör endlich auf! Du Idiot, mach doch die Anzahlung für die Weltreise. Können wir jetzt vergessen. Davon geht die Welt auch nicht unter. Hey.
Siehst du das da? Die Bierflasche. Was ist denn von diesem Scheißbesen da drüben? Paule! Das nächste Mal hau ich sie dir auf die Rübe! Du, jetzt reicht es aber. Schluss damit. Hört endlich auf! 10 Einsätze im letzten Jahr. Und wann hat es jemand gebrannt? Hör, sag wann. Soll ich vielleicht selbst Feuer legen, du Volltrottel, damit es hier mal brennt? Wir haben ja schließlich auch eine Bundeswehr, obwohl wir keinen Krieg führen. Was? Du willst die Bundeswehr mit eurer publiken Feuerwehr vergleichen? Hey, hey, hey. Keine Politik in meinem Laden. Klar? Mir reicht's. Ach komm, bleib doch auf dem Stock. Nee, ich mach mich vom Acker. Die Runde geht auf mich, aber nur an diesem Tisch. Zum Glück ist unser Bürgermeister noch nicht so verkeilt wie unsere Erbtante. Wir kriegen den neuen Wagen, verlass dich drauf. Das werden wir ja sehen. Also, ich gebe schon mal eine Runde Korn aus, dass wir den Wagen kriegen. Und zwar für alle, du Geizkragen, sogar für dich. Darauf kann ich verzichten. Ich nehme noch eine Buddel Korn mit, und zwar vom Besten. Nanu. Ich störe doch hoffentlich nicht, oder? Ich war ein bisschen frische Luft schnappen und da dachte ich, jetzt schaust halt mal bei deinem alten Kumpel, dem Bürgermeister, vorbei. Komm rein. Außerdem schulde ich dir noch eine Flasche gegen der Fußballwette, erinnerst du dich? Da ich zufällig eine dabei hatte. Zufällig? Naja, ich wollte schon die ganze Zeit mal mit dir reden. Du weißt ja, man macht sich so seine Gedanken, grübelt hin und her und fragt sich, was wird wohl werden aus uns, der Gemeinde, dem THW? Olaf? Ja? Willst du mich bestechen? Aber Bürgermeister, wo denkst du hin mit einer Flasche Korn? Ich meine, bestechen kann man doch nur einen, der sich lässt. Genau so ist es. Übrigens, das war gar keine so schlechte Idee von dir. Was? Vorhin, das mit dem Feuerlegen. Du hast sie wohl nicht alle. Ich bin auch kein Pyromane. Wo denn das? Na, die. Die haben in der Zeitung stehen. Die überall Feuer legen. Nee, Harry, vergiss es. Ich zünd doch kein Feuer an, um es nachher zu löschen. Nein. Nicht löschen, Paul. Im Gegenteil. Nicht löschen? Oh, oh. Willst du mich verarschen? Nein. Ich will dir helfen. Schau mal. Ich hab doch da diesen alten Stall und den will ich abreißen, um mich zu vergrößern. Hier, deine Jacke. Aber das Bauamt spielt wieder nicht mit. Wenn's jetzt da so ein bisschen brennen würde, da hinten. Ja, und denn? Dann gibt's einen Alarm, ihr rückt aus, versucht zu löschen, aber es funktioniert nicht. Mein alter Stall brennt völlig runter, was natürlich ein Jammer ist. Und Schuld ist eure alte Mistkarre. Aber die funktioniert doch noch prima. Ja, aber nicht mit ein bisschen Sabotage. Und Paul, Feuerlegen brauchst du auch nicht. Mach alles ich. Nee, Harry, das funktioniert nicht. Doch. Und alle werden sagen, die Feuerwehr braucht einen neuen Wagen. Ich kassiere ein ordentliches Sümmchen in der Versicherung. Ihr das Geld und deine Erbtante und Olaf. Und die Jungs vom THW gucken in die Röhre. Genial. Stell dir mal das blöde Gesicht von deinem Vetter vor. Morgen Mittag um 12. Na komm schon, Paul. Vertrau mir. Weg. Ich mach das schon. Ich hab mich schlau gemacht. Okay.
Das tut mir weh, Harry. Verdammtes Ding! Gott, hast du mich erschreckt. Was machst du denn hier? Frische Luft schnappen, ein bisschen was für die Gesundheit tun. In meinen Garten. Und du? Kommst du jetzt erst aus dem Dorfkrug? Nee, da doch längst dicht. Ich war auch ein bisschen frische Luft schnappen. Bisschen frische Luft. Die Dinger habe ich nie leiden gemacht. Tja. Schöner Abend heute. Wie gemalt. Wo du recht hast, hast du recht. Also, dann gute Nacht, Vetter. Schlaf mal gut. Ja, du auch. Mann, das war vielleicht eine Schnapsidee. Das kannst du wohl sagen. Zu denken, Tante Edelgard vererbt dir was. Ich habe schon immer gesagt, die wird euch noch mal eins auswischen wegen eurer ständigen Streitereien. Haben wir jetzt davon. Das meine ich doch gar nicht. Was denn? Ah, nix. Wahrscheinlich tüftelst du schon wieder rum, wie du Olaf ausstechen kannst. Damit du an das Geld kommst. Für euren Feuerwehrwagen. So ein Quatsch aber auch. Ich fahre jetzt ein bisschen in meine Kirschen. Ja, aber Paul, wir wollten doch heute den Schuppen aufräumen. Da läuft uns schon nicht weg. Das ist ja viel zu früh. Das ist jetzt kurz nach 11. Da kommt er. Wo brennt er es denn? Na Mensch, bei dir! Was? Hier? Gott, wie verrückt, wie verrückt. Wir brauchen das THW. Ich bin verrückt geworden. Los! Landmaschinen, Jensen. Olaf, du musst mir helfen. Ja, was ist mit euch? Ja, ist ja schon gut. Wir kommen. Lass mal, das schaffen wir schon. Kümmer du dich lieber um Trude. Jetzt haben wir endlich mal wieder einen Einsatz. Paule, jetzt zeigen wir es den Pfeifen vom PHW, wo es lang geht. Wer schlau? Eine Katastrophe. Oh, ich Idiot. Marsch! Was denn jetzt passiert? Sie kommen. Trude, hörst du? Sie kommen. Pumpe ist kaputt. Setzt Motorstart. Ausgefallen. So, lass mal Marsch.
jetzt könnt ihr rein. Das war's. Motor aus. So. Danke, Männer. Danke, Vetter. Da nicht für. Schwule. Olaf. Ich glaube, die vertragen sich wieder. Ja, wird doch höchste Zeit. Alter, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Wie immer im Dorfkrug. So, weg aus dem Weg. Mann, muss der einen Brand haben. Draußen, es geht gleich los. Du siehst, Harry, was? Was ist los? Nix, Harry, nix. Es hat schon gebrannt. Und du glaubst gar nicht, was für ein schönes Gefühl das ist, wenn so eine Pumpe funktioniert. Ja. Aber was wäre das Gemeinwohl ohne die Hilfe unserer Mitbürger? Wo würden wir stehen, wenn nicht immer wieder Menschen unter uns wären, die sich für andere Menschen einsetzen? Wir können uns glücklich schätzen, dass es unter uns Mitbürger gibt, wie die tapferen Männer vom Technischen Hilfswerk, die immer dann helfen und zupacken, wenn irgendwo Not am Mann ist. Oder die Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr, die immer da sind, wenn es irgendwo brennt und die alles dabei riskieren und auf die wir uns immer verlassen können. Ich freue mich, dass ich beiden so hilfreichen Organisationen die großzügige Geldspende einer Mitbürgerin, die erst vor kurzem von uns gegangen ist und die meisten von euch unter Tante Edelgard kannten, in Form einer Sachspende überreichen darf. Für mich als Testamentsvollstrecker gab es nur diese eine Möglichkeit, sonst hätte es das Dorf am Ende in der Mitte zerrissen. Hey, bist du farbenblind? Das rote Blödmann, das Lenkrad ist auf unserer Seite, ich fahre. Also es hört nicht auf. Du verdammter Schleimer, so ein linker Trick. Der Wagen wird noch heute umlackiert. Hau ab! Finger weg. Der Wagen bleibt, wie er ist.